Eine Seefahrt, die ist bekanntlich lustig, aber auch eine Längsfahrt mit dem Wehrschiff Bosel auf der Elbe zwischen Kospich und Meißen kann das sein. Ob es letztlich so ist, können Sie ab dem 29. März herausfinden. Dann verkehrt das Ausflugsschiff Bosel wieder auf der Elbe. Somit wird am Karfreitag der Saisonbeginn für Schiffsfahrten auf Sachsens größter Wasserstraße eingeläutet. Angeboten werden auf diesem schmucken kleinen Schiff Linienfahrten sowie auch die beliebten Abendfahrten. Alle zwei Wochen wird es freitags Linienfahrten und am Abend eine Fahrt mit Wein- oder Bierkostprobe geben. Ja, wir wollen zum einen das Programm mal austesten. Wie ist so die Nachfrage bei unseren Touristen und auch bei unseren Anwohnern hier im Elbland? Und zum anderen ist es immer eine Personalfrage. Wir müssen ja diesen Längsverkehr, diesen Ausflugsverkehr zusätzlich stemmen zu unserem Fährverkehr. Der hat ja Vorrang, logischerweise. Deswegen dieses Jahr mal ein Test. Eigentlich ist die Bosel ja nur ein Fährschiff. Dennoch gibt es dieses Angebot und es wird auch gern genutzt. Vielleicht deshalb, weil die Fahrgäste vom Blickwinkel eines Schiffs aus und mit genug Zeit im Gepäck den Blick auf die Weinberge, die versteckten Schlösser im Meißner Oberland, die schroffen Felsen und die weitläufigen Elbauen streifen lassen können. Am Abend wird es dann sogar stimmungsvoll. Da kann man bei einem Gläschen Wein oder Bier den Sonnenuntergang genießen. Mit regionalen Partnern wird die zweistündige Abendfahrt ab Meißen somit zu einer Genusstour. Na, ich denke, in der herrlichen Gegend ist es naheliegend, dass wir den Meißner Wein und das Meißner Bier verbinden mit unseren Schiffsfahrten und dort diese Abendfahrten anbieten, wo man den Sonnenuntergang genießen kann, unter fachkundiger Anleitung einer Weinkönigin oder eines Braumeisters der Schwerterbrauerei und Interessantes erfahren kann über Wein, Bier und Gegend hier. Beim Bier zum Beispiel liegt die Kompetenz bei der Meißner Schwerterbrauerei. Der Braumeister begleitet die Verkostung von Bieren. Weil wir schon seit vielen Jahren mit der VGM ganz gut zusammenarbeiten und begeistert waren von der Idee, dass auf dem Schiff Bosel Weinverkostungen durchgeführt werden. Und noch begeisterter waren wir von der Idee, dass da natürlich auch Bierverkostungen durchgeführt werden. Zunächst mal die Marke, wir sind ein lokales Bier, wir kommen aus Meißen und im Meißner Umland und wir sind auch eine Brauerei für Meißen und das Meißner Land strahlt natürlich auch ein Stück weit nach Dresden und auch darüber hinaus. Und wir sind sehr traditionell, wir sind die älteste Privatbrauerei Sachsens mit über 560-jähriger Tradition. Und aus dieser Historie schöpfen wir schon auch viele Ideen für unser Handwerk. Und wir legen sehr, sehr viel Wert auf Qualität. Zum Beispiel ist ein ganz entscheidender Faktor die Reifezeit. Bei uns, unser Pilz zum Beispiel, was hier steht, lagert in unseren Gärtanks über 5 Wochen. Und das ist ein wichtiges Qualitätskriterium, was die Kundschaft auch schmecken kann. Wer eher ein abendliches Getränk aus dem Saft von köstlichen Reben bevorzugt, wird zu einem anderen Termin auf seine Kosten kommen. Eine sächsische Weinhoheit moderiert die Weinverkostung einheimischer Weine. Auch wenn Sandy Prüger vor 20 Jahren die sächsische Weinkönigin war, so hat ihre Affinität zu diesen edlen Getränken nichts an Aktualität eingebüßt. Ja, tatsächlich, einmal Weinkönigin, immer Weinkönigin. Man bleibt halt immer dabei hängen und ich habe das ganz große Glück, dass ich auch in Kospich wohne und sowohl diese Weinproben auf diesem Fährschiff machen darf, als auch diese Karas-Wanderung für die Stadt Kospich machen kann. Ganz gleich, ob man als Fahrgast nun prickelndes Bier oder perlenden Wein bevorzugt, das Fährschiff Bosel fährt davon unbeeindruckt auf seiner stets gleichen, aber wunderschönen Route die Elbe entlang. Vielleicht wäre Folgendes noch interessant, um es an dieser Stelle bekannt zu geben. Die Bosel ist unsere Ersatzfähre, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn eines der anderen 4 Fährschiffe an unseren 4 Fährstellen in Repertoire ist oder zur Revision muss. Und dann natürlich diese Standzeiten der anderen Fähren nicht so groß sind, kam die Idee auf, dann das Schiff auch für Längsfahrten zu nutzen. Gerade auch, weil die sächsische Dampfschifffahrt doch nur einmal täglich hier diesen Elbteil befährt. Und deswegen denke ich, ist das ein super touristisches Angebot. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte, kann die Fahrten ab sofort buchen. Jetzt im März sogar noch zum Frühbucherrabatt. Das Ausflugsschiff Bosel verfügt in der beheizbaren Kabine über 36 Plätze und außen über 14 Plätze. Fahrgastraum und WC sind leider nicht barrierefrei.